Jetzt ist es ja so, du hast es selber gesagt, viele Titel stammen eben aus der Zeit, als du auch mit Bayern gespielt hast. Deswegen vielleicht dazu jetzt auch noch die ein oder andere kurze Frage. Nämlich erstens, wie kam Uli Hoeneß dazu, dir den Spitznamen Schlawiner zu verpassen? Bei welcher Gelegenheit? Da musst du ihn fragen, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mache ich sehr der gerne. Der kommt einfach so, der sagt, ich bin eine Schlawiner. Ist hängen geblieben, jedenfalls. Ja, ja. Ich habe auch nicht gefragt, warum, aber vorher habe ich gesagt, was ich dachte, dass der denkt von mir. Aber, ja. So, zweite Frage vielleicht in dem Zusammenhang. Uli Hoeneß ist ja der recht schwierige Geschichte jetzt hinter sich gebracht, haben wir alle mitbekommen und überlegt jetzt wohl, ob er wieder zurückkommt als Präsident zum FC Bayern. Du kennst ja den Verein sehr gut. Würdest du das für gut und richtig finden, wenn er zurückkommt als Präsident? Natürlich, das werde ich super finden. Er ist ein super Mensch, ein super Manager. Aber verstehe ich auch, das ist seine Entscheidung. Er wird das Beste für sich und für seine Familie. Und ich weiß nicht, ob das die beste Option für ihn ist. Aber wenn er das macht, das würde mich sehr freuen. Mhm. Dritte Frage zu dem Komplex. Wie ist es eigentlich, wenn man einen sehr schönen, entspannten Sommerurlaub zu Hause hatte? Man kommt sehr gut gelaunt und sehr entspannt zurück und darf dann in eine Saisonvorbereitung mit Felix Magath. dazu muss ich sagen, in Urlaub, irgendwann der Körper sagt, jetzt musst du anfangen, was zu machen. Der Körper braucht das. Und ich bin immer, aber wirklich, ich bin immer manchmal froh, dass ich kann schon anfangen zu trainieren, weil mein Körper braucht das. Und mit Magath ist noch etwas speziell, weil der macht sehr viel. Aber ich war immer fit mit ihm. Deswegen, ich glaube, er sagt das von mir, weil ich habe mit ihm viel gelaufen, viel gemacht, was er gemacht hat mit seinem Trainerstaff. Und ich war immer fit. So, und letzte Frage vor allem zu dem Komplex. Erinnerung an früher mit den Bayern. Mehmet Scholl hat mal auf die Frage, vor was er Angst habe, geantwortet: vor Krieg und Oliver Kahn. Hat er gesagt? Hat er gesagt. Wie viel Angst hattest du vor Olli? Angst. Nicht wirklich Angst. Respekt, glaube ich, vom Alle, aber Oli war eine Torwart, die speziell war. aber in eine gute Form, meine ich. Und Angst hatte ich nicht. Ich habe eine gute Beziehung mit ihm. Ja. Ja. Es gibt ja so Szenen, da hat er mal an die Herzog aus dem Strafraum geschubst und so rum. Aber ja, natürlich, da hast du das auch mal erlebt? Ich bin sehr froh, dass der mit dir spielt. Nicht in den Situationen natürlich, weil wenn du Oli kennst, dann kann der wirklich abschalten und dann ist es gefällig. So, und aus der, bitteschön. Und aus der heutigen Bayern-Mannschaft gibt es auch noch sehr viel Wertschätzung dir gegenüber. So hatten wir zum Beispiel vor knapp 2 Monaten hatten wir Arjen Robben bei uns zu Gast und haben auch kurz über dich gesprochen. Und das hat er zu dir gesagt. Ja, er ist, das können die wahrscheinlich jetzt in Bremen auch bestätigen. Er ist ein super Typ, super um dabei zu haben. Und es wundert mich nicht, weil er hat noch immer diese Qualität. Er ist ein sehr, sehr guter Spieler. Und es ist eigentlich auch schade, dass er bei uns gegangen ist, weil ich glaube, auch wir hätten ihn noch gebrauchen können, weil er ist einfach, wenn er reinkommt, wenn er spielt, spielt er eigentlich immer gut und er schießt immer seine Tore. Ja, da freut man sich, nehme ich mal an. Da freut man sich, oder? So ein, ja, natürlich. Nette Komplimente. Ja, ja. Wie schätzt du denn die Situation deiner ehemaligen Kollegen ein? Die haben ja tatsächlich die Möglichkeit, bis jetzt zumindest noch, das Triple wiederzuholen. Mhm. Wie siehst du die Chancen? Jetzt gerade auch zum Beispiel fürs Rückspiel in der Champions League. Es wird nicht einfach, natürlich. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass die werden verlieren da in Madrid. Aber Fußball ist so, jetzt haben die Möglichkeit natürlich in München das Spiel zu gewinnen und weiterzukommen, aber es wird nicht einfach. Ich glaube, Atletico hat eine gute Mannschaft, aber ich kenne auch die Leute da und ich kenne, wie die sich vorbereiten für so ein Spiel. Ich glaube, die werden das schaffen. Was ist das Besondere, wie die sich vorbereiten? Was macht das bei Bayern besonders? Die Konzentration ist sehr stark da und die wissen, warum das geht und die werden das Finale erreichen, glaube ich.
Wir können uns das Tor gerne nochmal angucken von Saul. Man muss ja fairerweise auch sagen, auch wenn wir natürlich aus deutscher Sicht sicherlich eher den Bayern die Daumen drücken, das Tor war fantastisch, oder? Super Tor. Da bin ich spanisch. Der hat viele Spieler in Weg gelassen und dann natürlich sehr gut entschieden vor einer Ecke. Und dann war es sehr schwierig für Manu, das zu halten. Es ist ja viel diskutiert worden, ob man ihn nicht da zumindest schon mal hätte einfach auch vielleicht, entschuldige das Wort, umhauen müssen. Also ja, natürlich, man denkt, wenn da nicht das schaffe, dann da kommt noch ein und werde ich das machen. Aber da haben, glaube ich, viele das Gedanken gehabt. Und dann am Ende, der hat das super gemacht. Es ist ganz schwierig, das zu halten. Aber ja, konnte man vielleicht vorher ihm einen Foul machen. Also, du hast gesagt, du glaubst, sie kommen ins Finale. Mhm. Werden sie es auch gewinnen? Ja. Ja? Ich glaube schon. Also Bayern gewinnt das Champions League. Wer gewinnt das Pokalfinale in Deutschland? Das ist auch sehr spannend. Ne? Dortmund ist auch eine überragende Mannschaft. Ja, aber ich glaube, Bayern gewinnt das auch. Es ist das letzte Jahr von Pep hier und ich glaube, der wird auch alles geben, das zu gewinnen, das Triple zu gewinnen. Und ich glaube, die werden das schaffen. Ich glaube, die haben die Mannschaft da. Natürlich, ein oder andere Spieler sind verletzt, aber ich glaube, die Spieler, die können nicht spielen, dann die anderen werden auch sehr gut tun. Du hast gerade gesagt, letztes Jahr von Pep. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, aktuelle Bayern-Spieler können sich nicht wirklich so offen, sag mal, zu Pep Guardiola äußern, du aber schon. Wir haben ihn auch nicht so gut kennenlernen können, weil er natürlich, wenn er Interviews gibt, immer ein bisschen auf Distanz auch geht. Was ist er denn für ein Typ und wie groß ist möglicherweise auch der Verlust für die Bundesliga? Ja, der versucht, die Distanz zu haben mit der Presse. Ja, das kann man so sagen. Ja. Er ist natürlich ein sehr guter Trainer. So ist, was macht seine besondere Qualität aus? Seine Taktik, glaube ich. Seine Taktik, seine Form der Gegner zu analysieren. Das macht er sehr, sehr gut. Und er nutzt die Spieler, dass der denkt, das Beste sind für das Gegner. Es ist egal, wer da ist, aber wenn der braucht einen Junge in dem Spiel für sein System, dann macht er. Und dann spielt er. Der macht das immer. Und deswegen manchmal sagt man, oh, warum spielt der nicht? Oder ja, zum Beispiel Müller jetzt. Genau. Das haben wir alle überrascht. Ja, weil in sein System oder was der denkt für den Spiel, der Spiel ist der Richtige für den Aufgabe. Und das macht er oft. Und das ist eine Art von Fußball. Er sagt da noch nichts. Ne? Also er hat Müller nicht informiert vorher. Das weiß ich nicht. Ja, hat er selber erzählt. Also wie läuft das bei Pep? Da kommt man an der Tafel, da stehen die 11 Namen drauf und du weißt, ob es dabei oder nicht. Ja, der sagt weniger zu den Spielern, ob der spielt oder nicht. Okay. Er zieht es einfach durch. Ja, in den Besprechungen, dann weißt du, wenn dein Name da ist, dann spielst du. Du musst einfach vorbereitet sein. Ja. Tja, also die Bayern haben, kann man trotzdem sagen, wenn man sieht, was du für eine Torquote hast, in der Rückrunde Pech gehabt, hätten den Vertrag doch vielleicht verlängern sollen. Auf der anderen Seite freut man sich natürlich hier in Bremen jetzt riesig, dass du hier für Grün-Weiß die Tore machst. Und wie man sich hier ins Zeug gelegt hat dafür, dass du hier wieder zurückkommst, da sind ja die verrücktesten Ideen aufgekommen, was man dir alles anbieten würde, damit du kommst. Wir schauen uns mal ein paar Beispiele an. Bremer Fans haben zum Beispiel gefordert, okay, wenn du kommst, werden wir ein Leben lang alle Spieler immer mit der 14 spielen. Oder die Bremer Straßenbahnen haben alle die Nummer, beziehungsweise die zum Weserstadion fahren, mit der 14P ausgestattet. Die dritte Geschichte, du bekommst ein Denkmal direkt neben oder vielleicht sogar auf den Bremer Stadtmusikanten. Und die letzte fand ich auch ganz nett. Es wurde gefordert, dass in Zukunft Bremer Bürgermeister mit Vornamen Claudio oder Claudia heißen müssen. Sehr nette Sachen. Ja. Aber ist das nicht auch eigentlich ein sehr schönes Gefühl, ja, wenn man merkt? Ich meine, ich glaube, es gab sogar so eine ganz crazy Geschichte, Pizarro Watch. Man hat dich beobachtet, wie du in München eingecheckt bist, alles im Internet. Ja, ist etwas Besonderes natürlich. Meine Familie merkt das auch und die lachen manchmal und die sagen, ey, die lieben dich hier wirklich, hä? Ja. Und dann sage ich, hey, ja. Und sie merken das auch in der Schule, in der Straße und das für dem ist auch etwas Besonderes. Naja, es ist ja wunderschön, wenn man irgendwo spielen kann, noch gut spielt, gleichzeitig so geliebt wird.
warum dann eigentlich aufhören, oder? Eigentlich noch ein bisschen was dranhängen? Ich höre nicht auf, noch nicht. Ne? Noch nicht. Ich habe noch Lust, ich habe noch Kraft. So.